Guten Abend. Geht's jetzt? Guten Abend, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wir sind BI. Wir stehen für zwei starke Krankenhausstandorte. An dieser Position hat sich für uns nichts geändert, oder? In den letzten Wochen gab es eine Kampagne in Presse und Rundfunk, welche die Schließung des Krankenhausstandortes Künzelsau als beschlossen verbreitete und damit viel Ärger und Resignation in der Bevölkerung hervorgerufen hat. Zumindest kam es bei mir so an. Also, erstens ist das nicht beschlossen, das ist eine Fehlinformation. Und zweitens beginnt demnächst das Bieterverfahren um den 51%-Anteil, der jetzt durch die Trennung von der Gesundheitsholding Heilbronn-Franken, also von Heilbronn aus, frei geworden ist. Das klingt interessant und wir gehen davon aus, dass es auch ernst gemeint ist. Warum? Naja, im Rahmen der Bewerbungsverfahren zweier Chefärzte in Künzelsau wurde 2013 von einer Headhunterin angeblich schon auf die geplante Schließung des Standortes Künzelsau hingewiesen. Und 2015 wurde dem Künzelsauer Bewerber ein Tätigkeitsbereich für Öhringen zugesagt. Das sind doch schon Aussagen und Weichenstellungen, die relativ früh getroffen wurden. Sind also die Demontagepläne für das Hohenloher Krankenhaus schon vor dem Krankenhausstrukturgesetz, das ja am 01.01.2016 in Kraft trat, geboren worden? Und das Gesetz darf jetzt für die Umsetzung dieser Pläne als Alibi herhalten? Ja. Wenn ja, wann war denn das? Wann ist denn das geboren worden? Wenn ich mir hier ein Protokoll aus einer Mitarbeiterinformationsveranstaltung vom 11.10.2016 angucke, da kommen Aussagen wir zu der Aussage, wir brauchen Sie, hier einige Originalaussagen, welche von Herrn Todt so im Wortlaut gemacht wurden. Niemand braucht diese Krankenhäuser, zweimal in 2013, da war er ja gerade erst gekommen. Was hat er noch gesagt? Wenn 100 junge und motivierte Mitarbeiter gehen müssen, ist mir das auch wurscht. Das war 2015. Weiter hat er 2015 gesagt, über Künzelsau brauchen wir uns in einem halben Jahr sowieso nicht mehr zu unterhalten. 2015 wohl gesagt. Ein weiteres Zitat, nach der Umstrukturierung stehen 300 Mitarbeiter weniger auf der Gehaltsliste. Fertig. Und der letzte Spruch 2015 war, Künzelsau ist eh bald erledigt. Das ist doch ein sauberer, unternehmensorientierter Kommunikationsstil eines Geschäftsführers. Ja. Wenn ja, wann? Wann? Jetzt haben wir gerade schon gehört, 2013 ist die erste Äußerung gefallen, also geht es doch schon einige Jahre. Wer übernimmt hier denn die Verantwortung für die Daseinsvorsorge im Hohenlohe-Kreis? Der Landrat? Der Kreistag? Wo sind sie denn? Ja, die sind beleidigt, weil wir so über sie schimpfen, habe ich gehört. Eigentlich sind wir beleidigt, weil sie unsere Interessen nicht vertreten, oder? Jawohl! Genau! Jawohl! Gut, und es gibt weitere Ankündigungen. Angeblich soll ein externer Hohenloher Krankenhauspartner ab 2019 sich um die Versorgungsstruktur selber kümmern. Ist das eine Vorsichtsmaßnahme oder ein Hinweis darauf, dass das Bieterverfahren doch nicht ergebnisorientiert angesetzt ist? Machen wir uns nichts vor. Die Nachbarkliniken im Norden und im Südosten haben nur Interesse an den Patienten und nicht am Erhalt zwei starker Externe Bieter sehen dies völlig anders und es gibt einen großen Interessenten aus dem benachbarten Ausland und einen hessischen Investor, der für Künzelsau als Standort großes Potenzial sieht. Und den Bürgern ist es doch eigentlich egal, ob der künftige Träger kommunal, frei gemeinnützig oder privat ist. Damit eins klar ist, frei gemeinnützige Krankenhäuser können auch nur überleben, wenn sie keine roten Zahlen schreiben. Genauso wie diese verschrienen privaten Krankenhausketten. Das DIAK kriegt kein Geld aus Stuttgart von der Diakonie, wenn sie rote Zahlen schreibt. Also müsste schwarze machen. Und beim Caritas ist es genauso.
Die barmherzigen Brüder würden dann ganz unbarmherzig werden. Wichtig ist doch die Sicherstellung des Leistungsangebotes vor Ort. Es geht doch nicht nur um den sogenannten Notfall, der immer zitiert wird. Es geht um die wohnortnahe stationäre Grund- und Regelversorgung, erweitert um das medizinische Angebot der Belegärzte. Wir erwarten, dass die Bieter im Bieterverfahren rasch mit den notwendigen Daten und Informationen versorgt werden, damit sie sich qualifiziert positionieren können und wissen, warum sie bieten. Aus dieser Sicht ist die Bedeutung des Krankenhausstrukturfonds anders zu bewerten. Wobei doch interessant ist, dass Minister Lucha in seinem Antwortbrief vom 12.04.2017 an die Bundestagsabgeordnete Annette Savade schreibt: Ich freue mich, dass die Hohenloher Krankenhaus GmbH den Gedanken des Strukturfonds aufgegriffen und umfangreiche Strukturmaßnahmen angestoßen hat. Der Brief ist in unserer Homepage nachzulesen. Also nicht der Sozialminister, sondern das Krankenhaus, sprich Aufsichtsrat und Kreistag des Hohenlohe-Kreises, sind initiativ geworden. Erzählt wird ja was ganz anderes. Insbesondere wenn wir hören, dass Landrat Dr. Neth bei dem Termin Bürgerdialog am 4. April in Meinhard auf die Frage nach dem Fortbestand des Hohenloher Krankenhauses Öhringen gesagt haben soll: Ich weiß nicht, ob es das in 5 Jahren noch gibt. Wurde das denn in Öhringen richtig verstanden? Ich meine, mit der bisherigen Krankenhauspolitik wird es wohl eher nicht mehr existieren. Die wohnortnahe stationäre Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung des Hohenlohe-Kreises hat mit den am Bieterverfahren Beteiligten eine reelle Chance. Und wir gehen davon aus, dass Landrat und Kreistag sich dessen bewusst sind und einen konstruktiven Weg einschlagen. Wir haben nicht zu viele Krankenhäuser in Deutschland, wir haben zu viele Betten, insbesondere in den Zentren, und wir haben in den Großkliniken zu teure Medizin. Nicht grundlos wird versucht, durch Upcoding teurere Leistungen abzurechnen. Der Vorsitzende der TK hat es ja im Frühjahr letztes Jahr mal dargestellt. Durch Upcoding, das heißt, man erbringt eine bestimmte Leistung, die wird bewertet und dann sagt man, Leute, der Patient war viel kränker, dann kriegt man viel mehr Geld dafür. Das heißt, im Prinzip produziert dieses System kränkere Patienten. Ist das nicht schrecklich? Ja, und dieses Upcoding brauchen diese großen Kliniken. Die großen Krankenhäuser schreiben doch zum großen Teil Defizite. Ich gucke es mal, in Stuttgart 50 Millionen Defizit im Jahr. In Winnenden, in diesem neuen Zentralkrankenhaus des Rems-Murr-Kreises, sind letztes Jahr 35 Millionen Minus gemacht worden. Aber offensichtlich sind es ein gutes Minus, denn der Minister ist ja begeistert von diesen großen Krankenhäusern. Und wie gesagt, mit diesen teuren Leistungen werden die Patienten auf dem Papier auch noch kränker gemacht. Das Hohenloher Krankenhaus konnte bis 2011 schwarze Zahlen erwirtschaften, aber das bedurfte einer kompetenten Krankenhausleitung. Und wir sind sicher, dass die Mitarbeiter des Hohenloher Krankenhauses gerne das Unternehmen wieder auf den rechten Weg bringen wollen. Während Herr Minister Lucha gesagt hat, Hanoi, das Krankenhaus muss man schließen, das ist ja ein geborener Verlustbringer. Überlege sich mal diese Aussage, das hat er in Meinhard gesagt, das Krankenhaus ist ein geborener Verlustbringer. Ja, da können wir nur sagen, wir sind HK, wir stehen zu 2 starken Krankenhausstandorten, wir wollen sie haben und wir sind sicher, dass sie wirtschaftlich zu betreiben sind. So, jetzt darf ich unseren Bürgermeister einladen, zum Mikrofon zu kommen und einige Worte an uns zu richten. Herr Neumann, bitteschön.